Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen Tag. Wir starten und zwar mit der nächsten Review, der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal um ein multifunktionales Tool, und zwar um eine LED-Lampe auf der einen Seite und um eine multifunktionale Powerbank sowie einen Gurtdurchschneider und eine Funktion, dass man die Fenster im Auto oder im Bus, wo auch immer, durchschlagen kann. So, kommt das Gerät geliefert daher, habe ich ja schon mal von allen Seiten eben gezeigt. So sieht das hier ganz aus. Da ist die Lampe einmal abgebildet. Kommt wieder in einem umweltfreundlichen Karton daher. Das Ganze schon mal vorher angeguckt. So sieht es dann aus. Schauen wir mal rein. Da kommt die Lampe zum Vorschein. Ist nicht wirklich viel drin, außer noch eine Micro-USB-Kabel und eine Anleitung. Die Anleitung braucht man eigentlich nicht so dolle, weil einfach nur um die Lichtmodi-Einstellungen rauszufinden. So, jetzt gucken wir uns das Gerät an sich mal an, was geliefert wird. Hier haben wir hier an der Seite Plastikummantelung und vorne ist das Ganze schon wertiger verarbeitet. Also vorne ist das Ganze, ich denke mal, so aus Aluminium. Hinten ist es Plastik. So sieht das Gerät im Guten und Ganzen aus. So, was können wir jetzt hiermit eigentlich machen? Wir haben einmal, wie gesagt, die Taschenlampenfunktion. Die hat einen guten Reflektor verbaut. Ich würde mal sagen, dass da drin, ich weiß nicht, welche Art von LED es ist. Das konnte ich jetzt bisher nicht rauslesen, aber ich denke mal, es wird eine Cree-LED sein. Und ja, wir brauchen, wie gesagt, keine Akkus, weil es ist ein interner Akku mit 5200 mAh drin. Das heißt also, wir haben hier eine vollwertige Powerbank. Und wie auf den ersten Blick auffällt, ist das Ganze auch Spritzwasser geschützt. Hier mit gummierten Ein-Ausschaltknopf und keine USB-Anschlüsse. Was ist da los? Wie kann man das Ganze denn in Betrieb nehmen? Ja, wir haben oben drauf erstmal den Schalter. Habe ich erstmal gedacht, bei Anfang drücken funktioniert nicht, drücken geht nicht. Dann 2 Sekunden gedrückt halten und die Lampe geht an. Und dann können wir unterschiedliche Lichtmodi sehen. Also 3 Lichtmodi haben wir, allerdings ohne Lumenangabe. Das ist der geringste. Dann kommt der nächste. Noch einer. Und dann wieder weniger Licht. So sieht das Ganze hier also aus. Ich werde das im Dunkeln eventuell auch nochmal testen, dass man das nochmal sieht. So, jetzt haben wir aber nicht die Möglichkeit, beides gleichzeitig wie bei einer Powerbank als Taschenlampe und als Aufladestation zu nutzen, sondern wir müssen jetzt, achso, einen Stroboskop-Modus gibt es übrigens noch. Da muss ich jetzt zweimal schnell drücken und dann geht das Ganze in den Strobe-Modus. So, und dann geht es wieder aus. Ja, das geht, glaube ich, auch nur im hellsten. Ja, ich glaube. Ja, okay. Also haben wir 4 Lichtmodi. Also wenig Licht, mittleres Licht, viel Licht und dann den Stroboskopmodus zusätzlich noch. Dann als Highlight fand ich sehr cool, das Trageband ist hier schon gleich mit dran. Haben wir hier einen Gurtdurchschneider. Darum sage ich, so eine Art Notfalllampe ist es. Die wäre ideal aufgehoben im Auto. Da braucht man ja einmal auch eine USB-Powerbank manchmal, wenn man nicht den Zigarettenanzünder oder die 12-Volt-Buchse irgendwo in der Nähe hat. Dann haben wir, wie gesagt, hier die Möglichkeit, zack, das Ganze einfach schnell zu durchschneiden. Also der schneidet den Gurt innerhalb weniger Sekunden durch. Das ist ja auch meistens so im Auto so eine Sache, wenn man denn da nicht rauskommt. Und wenn man dann, aber man will es ja nicht so weit treiben, mal weiterdenkt, im Bus wird der ein oder andere schon mal gesehen haben, gibt es so einen Notfallhammer, die schlagen die Scheibe ein. Das ist auch hier drunter versteckt, hier an der Rückseite. Ist gummiert, damit da nichts passiert. Das ist eine Spitze. Die schlagt ihr einfach so. Pff, in die Autoscheibe rein oder in was weiß ich für eine Scheibe, wobei man bedenken muss, bei einer normalen Scheibe hat, da verletzt man sich garantiert. Hier bei einer Autoscheibe ist es ja so, da ist ja das Glas, es splittert ja nicht so in Kleinstteilen, sondern es ist eher so abgerundet. Da kann man sich nicht großartig dran verletzen. Ja, dafür ist die Sache gedacht, auch eine sehr coole Alternative. Hab ich mir mal so überlegt. Ich denke mal, das könnte man sehr gut verwenden, um jetzt das Ganze im Auto reinzupacken. Jetzt kommen wir aber zur wichtigsten Eigenschaft neben der Lampe noch. Wir schrauben das hier vorne einfach ab. Zack. Und ihr seht, da rechts auf der Seite, links ist nicht viel mit los. Da ist die LED, wie gesagt, mit den beiden Kontakten. Die kommen hier raus. Und darüber kann die LED hier den Strom beziehen. Das ist auch stabil gebaut. Auch Metallplättchen hier, sage ich mal, drin. Und da dürfte eigentlich keine große Abnutzung vonstatten gehen, weil die sind hier sehr flexibel, die kann man ja rein und rausdrücken, kein Problem. So, da haben wir hier die Möglichkeit zu gucken, wie voll die Powerbank denn geladen ist. Das machen wir jetzt mal. Ja, ihr seht, da gehen LEDs an, also die ist sehr voll geladen, das ist gar kein Problem. So, 5 Volt out, das heißt, ich kann hier oben noch tatsächlich mein Smartphone anstecken und laden. Das können wir jetzt mal probieren.
So, dazu nehmen wir jetzt mal hier diesen kleinen, das kleine Messgerät. So, nehmen wir gleich das mitgelieferte Kabel. Bin ich gespannt, ob das auch ein bisschen was bringt. Wir haben hier USB-Ausgang von 2 Ampere. So steht es zumindest drauf. So, wir stecken das Ganze jetzt hier rein, halt so rum. So, und dann in das Smartphone, was geladen werden soll. So. Da der Akku hier voll ist, brauchen wir den sowieso nicht laden jetzt. Also von der Taschenlampe. Drücken wir einmal drauf auf An. Und ihr seht sofort, wird geladen. Hat noch 18%, das kleine LG hier. Links seht ihr, die Spannung beginnt bei 750 mA. Kann durchaus sein, dass das Kabel jetzt nicht für 2 Ampere ausgelegt ist. Ist alles möglich. Also das ist jetzt aber kein Problem. Laden tut sie ganz toll. Achso. Die LEDs gehen natürlich wieder aus, wie man jetzt hier sieht. Und ich kann, glaube ich, jetzt zwischendurch gucken. Genau, indem ich einmal kurz drücke, wie voll der Akku denn jetzt noch von der Lampe ist. Ja, ich muss mal sagen, besseres Gerät kann man eigentlich gar nicht unterwegs dabei haben. So weiß man auf jeden Fall, man hat alles dabei. Man hat einen externen Akku, man hat eine Taschenlampe dabei. Ach so, geladen wird das Ganze per Micro-USB hier oben natürlich noch. Und wie gesagt, euer Tablet oder Smartphone hat schon dieses hier von 18 auf 19%, kann definitiv geladen werden. So, wir schauen noch mal ganz schnell rein hier. Ich muss mal ganz kurz gucken. Power-Indikator bei 4 LEDs, logischerweise immer in 25% Schritten. Sind auch mehrsprachige. Alles in der Anleitung ist es vermerkt. Hier ist Englisch, dahinter ist irgendwo Deutsch gewesen, genau da. So sieht das Ganze hier noch mal aus. Lieferumfang, Vorsichtsmaßnahmen, meistgestellte Fragen. Da könnt ihr ja nochmal auf Stopp drücken und euch das durchlesen. Hier 5200 mA bei 19,24 Wattstunden. Der Eingang der Taschenlampe wird also mit 1,5 Ampere geladen und maximal 2 Ampere gibt das Gerät aus mit dem richtigen Kabel, muss man dazu mal sagen. Ja, wiegt so 210 Gramm und das war's eigentlich auch schon. Mehr kann man dazu jetzt nicht wollen. Es ist wirklich alles dabei erklärt. So, hier nochmal. Vorne der Sicherheitshammer, das Notfallgurtmesser, Batterieanzeige, USB-Ausgang, Micro-USB-Eingang, die Taste und die LED-Lampe an sich. Finde ich ein sehr cooles Gerät und das wird auf jeden Fall im Auto oder beim nächsten Campingurlaub dabei sein. Definitiv bis dahin erstmal auf Wiedersehen. Ach so, im Übrigen, was heißt Campingurlaub? Festivals, das ist ja nun das Nonplusultra, wofür man solche Geräte braucht. Das ist definitiv das Kracherereignis schlechthin. Laden tut sie, wie gesagt, mit 0,75 Ampere bei knapp 4 Watt, 3,7, 3,8. Hat schon 27 mA übertragen. Gucken wir mal, sind wir hier schon bei 20%, sogar schon bei 21%. Wie gesagt, der Akku hier vom LG hat auch, glaube ich, nur 1050 mA. Ja, ziemlich cool die Sache und wir sehen uns wie immer bei der nächsten Review oder App-Review. Auf Wiederschauen!